Bleib doch mal locker. Wir wollen hier erstmal keine Spuren hinterlassen, ne? Also, dann kommt der erstmal hier. Erstmal gefüttert hier. Hallo? Wo sind denn die Alligator? Ui. Platsch. Was sieht ihr jetzt was? Wow! Wow! Geil, geil, das muss ich auch nochmal. Mach die Tür auf, sonst knall ich dich gleich ab hier. Mach mal schneller hier. Soll ich dir Motivation geben? Also echt. Scheiße, warum geht das Ding nicht auf? Also ich doch nicht. Lass mich das mal machen hier. Ja, mit dem Scheißteil. Echt? Lamarsch. Geile Socke, ich bin's, dein DGZ, aka Durchgezockt. Und wunderbar, dass du hier eingeschaltet hast zu dem Start des Let's Plays Mafia 3. Sei dabei, wie wir diese packende Erlebniswelt zusammen erforschen werden in den nächsten Folgen. Und bis dahin kann ich nur sagen, natürlich, liken, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Wir steigen gleich ins Gameplay ein. Also, halt dich fest. Mafia 3 spielt in einer fiktiven Version der US-Südstaaten im Jahre 1968. Unser Ziel war es, eine packende Erlebniswelt zu erschaffen, die die damals herrschenden Zustände möglichst realistisch abbildet, auch ihren Rassismus. Wir finden die rassistischen Ansichten, Äußerungen und Taten einiger der Charakteren in unserem Spiel verabscheuungswert, halten sie jedoch für unverzichtbar, um Lincoln's Clays Geschichte zu erzählen. Diesen leider sehr realen und schämenden Teil unserer Geschichte außer Acht zu lassen, wäre eine Beleidigung der Millionen Leidtragenden von Engstirnigkeit, Vorurteilen und Rassismus jeglicher Art. Damals wie heute. Mango 13. Good Bono, Handelskammer. 2K presents. Hunger 13 Production. New Bordeaux, eine moderne Stadt, in der die Tradition der Südstaaten noch heute ihren Platz hat. Ich hatte ihn unterschätzt. Hätte nicht gedacht, dass er so weit gehen würde. Besuchen Sie das historische French Ward. Entdecken Sie die einheimische Küche in einem unserer 5-Sterne-Restaurants. Es genügte Ihnen nicht, sie zu töten. Lincoln Clay ging es darum, ein Zeichen zu setzen. Oder lassen Sie einen Nachmittag lang die Seele in der unverfälschten Natur am Ufer baumeln. Sir Marcano hatte nicht den geringsten Schimmer, was für eine Lawine er da lostreten würde. New Bordeaux. Spaß ohne Risiko für die ganze Familie. Das ideale Ziel für ihren nächsten Urlaub. Diese Stadt hat den Krieg von 1812, den Bürgerkrieg und Gott weiß wie viele Hurricanes überstanden. Aber Lincoln Clays Feldzug gegen die Mafia richtete größere Verwüstungen an als alle Kriege und Naturkatastrophen miteinander. Lincolns Mutter verließ ihn so ungefähr gegen 1947. Das war etwa 2 Jahre nach seiner Geburt. Seine Mutter war Dominikanerin. Ich dachte immer, sein Vater war ein Weißer. Vielleicht Italiener, aber das war egal. Wer damals auch nur ein bisschen schwarz aussah, war eben ein Schwarzer. Wie heute auch noch, nehme ich mal an. Er blieb im Weißen Haus bis etwa 1958. Wann haben Sie Lincoln Clay kennengelernt? 1966. Ich habe aus Laos Geheimoperationen für die CIA geleitet. Er war eine Leihgabe von einem Sonderkommando von CIA und Pentagon. Er war ein ruhiger Junge. Ein braver Kerl. 2 Verwundetenabzeichen, eine Tapferkeitsmedaille und eine für besondere Verdienste. Er hat sich für dieses Land außerordentlich verdient gemacht. Nach der Schließung des Waisenhauses schloss er sich Sammy Robinson an.
Sammy war der Chef der schwarzen Mafia in Delray Hollow. Ich war davon natürlich nicht gerade begeistert, aber für schwarze Jungs aus dem Waisenhaus gab es damals nicht viele Möglichkeiten. Wenn man Jungs wie Lincoln allein lässt, dann suchen sie ein Leben lang ein Zuhause. Suchen nach einem Platz, wo sie hingehören. Er hat wohl gehofft, dass er den in der Armee findet. Doch dann, nach seiner Entlassung, hat er irgendwie den Halt verloren. Als er aus dem Krieg heimkehrte, zog es Lincoln wieder zurück zu Sammy. Sammy schuldete der italienischen Mafia eine ganze Stange Geld. Und er brauchte Lincolns Hilfe. Eine Schande, was da passiert ist. Es bricht mir das Herz. Oh, Bordeaux, 27. Februar 1968. Wir befinden uns hier wohl schon mittendrin, irgendwo in einem Sumpfgebiet. Außerhalb von New Orleans. Ui. Ah, ich dachte, Benzin wäre alle. Was ich hier gehört habe, echtes Geld zu benutzen, um die Federal Reserves zu beklauen. Scheiß drauf, Mann, ist doch nicht unser Geld. Das kam alles von Scaletta. Außerdem ist es nichts im Vergleich zu dem, was wir da holen. Ist das alles, was wir verbrennen müssen? Ja, alles klar. Schnapp dir die Schlüssel für den Laster, damit wir abhauen können. Ja, gute Idee, ne? So, jetzt geht's wohl los, meine erste Mission. Besorg dir die Schlüssel. Okay, kannst du mir sagen, wo die Schlüssel sind? Hey Mann, schnapp dir die Schlüssel. Ja, ist ja gut. Ich kann ja lesen. Ich bin zwar schwarz, aber ich kann auch lesen. Also wirklich. Na, hol ich mal die Schlüssel. Ah, befinden sich wahrscheinlich dahinter. Ich weiß nicht, ob wir den einfach so liegen lassen sollten. Er hat uns den Transporter gebracht, wie vereinbart, hat sogar seinen Partner gekillt, damit es echt aussieht. Aber wenn du Zweifel hast, warum dann das Risiko? Ja, erstens, er sitzt und liegt nicht. Aber hier, er liegt hier. Und, da sind die Schlüssel. Gut. Und dann gehen wir noch mal weiter hier. Achso, ja, Zweifel, ne? Wir sind ja in der Mafia. Sind wir böse? Ja, komm! Ah. Also, das war das. Oh, verdammt. Ja, gucken wir doch mal. Ah, die kann man jetzt aufnehmen, gut. War das V? Du hast die Schlüssel, also setz dich ans Steuer. Ja klar, mach ich das sofort. Ja. Ui. Meine Fresse, nee, du bist doch schlank. Kommst da nicht durch, oder was? Also, da kommst du auch nicht durch. Ah, da muss ich wahrscheinlich hinten rum. Ja, ich gehe ja schon durch die Tür. Stell dich nicht so an. Steige in den Panzerwagen. Das machen wir doch jetzt. Wahrscheinlich, ne? Ui. Wir müssen schnell machen. Komm schon. Sind wir denn hier? Oh! Da! Feed a Gator! 2 Chickens für 75 Cent. Pass mal auf, da fällt mir was ein. Da mach ich was draus. Komm mal her. Hallo. Komm, heb den mal auf. Aufheben. Was los, Mann? Die Uhr läuft. Ja, bleib doch mal locker. Wir wollen hier erstmal keine Spuren hinterlassen, ne? Also, dann kommt der erstmal hier. Erstmal gefüttert hier. Hallo? Wo sind denn die Alligator? Hui. Platsch. Was sieht ihr jetzt was? Komm schon, Lincoln. Wir Boah! Jedes Mal zum Brüllen. Geil, das muss ich auch so nochmal. Ja, hier, keine Spuren hinterlassen. Ich würde gerne wissen, ob man den Leben da reinschmeißen kann. Ah, schade, das kann ich jetzt nicht mehr ausprobieren, ne? War ich zu schnell. Aber gut, kommt der hier auch noch da rein? Wir haben keine Zeit für so eine Scheiße. Doch. Stell dich nicht so an. Außerdem, was hast du denn dauernd, wenn ich dir über die Füße laufe? So. Also ich soll die Karre fahren, aber ich bin doch schwarz. Ob das eine gute Idee ist? Komm, einmal. Zack. Hui. Was los, Mann? Die Uhr läuft. Oh, da kommst du. Die wird den eine Woche lang ausscheißen. Der hat totale Panik. Ich gehe dran vorbei. Ui. Okay, ich fahre ja schon. Ich gehe ja schon ins Auto. Oh.
kann schnell rennen in diesen Schuhen, muss ich sagen. Fahr zur Federal Reserve. Warum das Risiko eingehen? So, beschleunigen mit W. Auch das war aber kurz eingeblendet. So, irgendwo da in 2 Kilometer sollen wir fahren. Aber, ach so, das ist ein Fall nach links. Ich das für eine Knarre. Achtung! Ja, ist ja gut. Tu ich ja. Mein alter Herr wollte, dass wir einen der Wächter am Leben lassen, um das FBI von uns abzulenken. Hast es doch selbst gesagt. Wozu das? Außerdem, meine Erfahrung aus Namen sagt mir, wenn du einmal die Seiten wechselst, tust du es auch ein zweites Mal. Und scheiß genau. Drauf, wenn du dabei hintergehst. Ja, der Meinung bin ich auch. Was war das Verrückteste, das du da drüben erlebt hast? Das willst du nicht wissen. Hör zu, Mann, ich bin Steuerzahler. Ich habe ein Recht zu erfahren, wo mein Geld bleibt. Ach, Georgie Marcano zahlt Steuern? Ja, verdammt, mach ich. So haben sie Al Capone gekriegt. Ich gehe nicht wegen Steuerhinterziehung in den Knast. Und kriege ich jetzt eine Antwort oder was? Wir haben Scheiße gebaut. Bei Quang Nai haben die Zivilisten evakuiert, bevor Charlie alles überrannt hat. Wir halfen den Leuten gerade auf das Lazarettschiff. Auf dem Arm trägt sie ein Baby und an der Hand hat sie ein Schwein an der Leine. Sie will gerade die Rampe hoch, da stoppt sie einen Militärpolizist und sagt, sie könne nur eins von beidem mitnehmen. Ohne zu zögern schmeißt sie das Baby ins Wasser. Der Polizist dreht total durch, befiehlt jemandem, das Kind zu retten und schreit die Frau an, ob sie noch ganz richtig im Kopf sei. Und weißt du, was sie ihm antwortet? Sie sagt, ein Baby kann ich immer wieder kriegen. Ja, im Himmel. Immer, du hast gefragt. Oh, ich soll ein YouTube machen, ich hab mich schon verfahren. Du erzählst mir was von dem Typen, den sie den Sack weggeschossen haben oder sowas. Ich meine, scheiße. Das ist nicht ihre Schuld. Die Zustände da drüben, das war die Hölle. Stell's dir vor, heute noch baust du Reis an, züchtest Rinder. Und am nächsten Morgen ist einfach alles niedergebombt. Wenn du sie in die Enge treibst, tun Menschen so gut wie alles, um zu überleben. Ich hoffe, das war ein verdammt leckeres Schwein. Oh ja, aber Krieg ist nirgendwo ein Spaß, egal ob im Irak, Vietnam oder in Syrien. Fahren wir doch mal hier lang. Fällt mir überhaupt nicht. Achtung, bremsen. Kann ich überhaupt einen Blinker setzen? Ich weiß es gar nicht. Muss ich mal gucken. Ich will ja hier ordentlich fahren. Das macht ja... Momentan will ich noch ordentlich fahren. Mehr oder weniger, also... Man sollte jetzt nicht unbedingt in meine Fahrschule anrufen. Ich finde das überhaupt nicht gut, aber hier gucken wir uns doch mal hier die Welt an und genießen die Fahrt. Ist das nicht schön? Wie viele Kilometer müssen wir denn noch? 1,3. Oh, guck dir mal die Karre da an, die will ich haben. Oh, ich mag so Cadillacs. Darauf freue ich mich schon. Ey, ey, wird hier überall mich zu überholen? Du Sau. Bumm. Oh, ein schöner alter Militärjeep. Auch geil. Oh, ich freue mich schon auf dieses Game zu erkunden. Mal schauen, dass hier alles klappt. Ah. Wir sind ja gleich da. Alles wird gut. Alles wird gut. Und die Musik ist natürlich klasse. Klassenmäßig, ja. Klasse ist sie einfach. Und einfach nur genießen. Guck mal, da ist das French-Viertel, das Franzosen-Viertel. Oh, Kreisverkehr, Riesenkreisverkehr. Oh, geil. Das Wachpersonal der Reserve Bank wird was dagegen haben, wenn du da mit deiner Knarre aufkreuzt. Ich lass sie einfach unter dem Sitz. Genau. So. Ach so, wir fahren jetzt zur Reserve Bank. Ups, ich habe einen Unfall gebaut. Alles gut da vorne? Oh! Was ist denn mit dem los? Dem geht's sonst gut, ne? Hallo? Mal sehen, ob diese gefälschten Ausweise ihr Geld wert sind. Muss ich denn lang?
Also nächste Straße. Ah, da vorne muss ich rein. Hä? Ach, da muss ich drehen. Oh, ich sehe gerade eben zum ersten Mal, dass der Rückspiegel sehe ich gerade eben zum ersten Mal. Müssen wir warten, bis es grün wird. Ach ja. Ach, so ein Raubüberfall. Von der Federal Reserve Bank. Oh, Junge. Wann haben die denn Vorfahrt? Also wirklich hier. Linksabbieger Vorfahrt. Also. Biege ich hier mal ab. 1, 2, 3. Wenden in 3 Zügen. Das kriegen wir noch hin. Passt. Wackelt. Hat Luft. Wunderbar. Fort hinten zur Laderampe. Ja, natürlich. Mal gucken, wie viel Geld wir da rausholen. Kann sein, dass die Jungs manchmal einen etwas rauen Ton am Leib haben. Ich bin schon öfter ein Nigger genannt worden. Schon klar. Nimm's nur einfach nicht persönlich, wenn ich da mitmache. Das Einzige, was mich interessiert, ist, dass wir an die Kohle rankommen. Okay, das ist jetzt ordentlich geparkt. Ah. Einmal aussteigen, bitte. F. Zack. Jetzt wird alles anders. Schlagen wir zu. Okay. Ja, ich muss meine Knarre unter den Blitz verstecken, aber du gehst dann mit einer Pump-Action rein. Ja, super. Unauffällig. Einmal die Ausweise an die Scheibe halten, bitte. Wir sollen das Geld verbrennen. Die Geld verbrennen. Ja, dann gehen wir mal rein. Was macht denn die Pissnacki hier? Positive Diskriminierung. Weiß doch, wie es ist. Das ganze verdammte Land geht den Bach runter. Du kannst mitkommen. Und du? Lad die Säcke aus dem Transporter. Du bringst sie in die Brennkammer runter. Wie viel habt ihr abgesahnt? $238,546. Meist kleine Scheiße. Ich darf wieder schleppen. Ja, typisch. Die Lieferung bestätigen. Vielen Dank. Jetzt 2 auf einmal getragen, oder was? Okay, Jungs. Noch keine Computer oder so? Nö, damals noch nicht, ne? Handys gab's auch noch nicht. Die Schrotflinte muss abgegeben werden. Hast du auch eine Waffe? Bin noch in Ausbildung. Gut. Eine Sache weniger, um die ich mir Sorgen machen muss. Du kannst sie auf dem Weg nach draußen wieder abholen. Da hoffe ich doch mal, ne? Die Knarre ist auch nicht billig. I want you for us, Army. For US Army. Hab euch lange nicht gesehen in dieser Gegend. Ich war eine Weile drüben in Georgia. Er ist gerade aus der Army raus. Mein Cousin versucht seit über ein Jahr hier einen Job zu kriegen. War für 2 Touren in der Navy, hat Orden bis zum Umfallen, aber die Regierung sagt ihm, danke, aber nein danke. Das ist der größte Mist, den ich je gehört habe. Schon traurig, wenn gottesfürchtiger Weißer einfach keinen Job kriegt, aber der erste Nigger, der reinstolpert, sofort eingestellt wird. Hey. Und jetzt? Ja, ich hab Geld. Das soll verbrannt werden. Altes Geld. Klingt auch nicht so gut wie frisches Geld. Fummelt lieber nicht aneinander rum da hinten. Wer fummelt hier mit wem rum? Scheiße, sieht ihr das an? Hatte ja keine Ahnung, dass das so viel Gold ist. Washington hält es immer in Bewegung wegen des Kriegs. Ja, so richtig so. Wird es nach Dallas geschickt, kommt wieder zurück. Ergibt aber keinerlei Sinn. Hey, wo gehen wir denn hin? Da sind wir. Boah, die Säcke werden langsam schwer, Junge. Waren das nicht 4 Säcke? Ah, ich schätze. Auf dem Tisch darf ich nicht selber reinschmeißen. Oh, schade. Einmal, ja. Einmal, und, ups. Ich kannte das hier gar nicht. Und zack. Größer vorgestellt. Läuft wie am Schnürchen. Es gibt nur dann ein Problem, wenn das Rohr verstopft. Scheiße, ist das eine Hitze hier drin. Früher oh, das glaube ich. Verfeuert, aber vor einem Jahr oder so sind wir auf Öl umgestiegen. Gibt eine gleichmäßigere Flamme. Jo, ich guck mal, ob ich das und mich überreden, auf Öl zu wechseln. Still kann. Gesagt, ich habe kein Interesse.
Hatte ich auch nicht, bis ich das hier gesehen habe. Aus, lautlos. Scheiß Ruß. Früher mussten wir einen Nigger holen, der mit einem Schlauch die ganze Scheiße von den Wänden spülte. Ah. Das wird sich jetzt erledigen. Na, hast du einen leichten Sonnenbrand? Wir müssen los. Danny und Alice sind jeden Moment da. Gib mir eine Sekunde. Nee, klappt leider nicht. Wo hast du denn das Brecheisen her? Hattest du es in der Hose versteckt? Ich weiß, was ich mache, verdammt. Ja, ich krieg das schon hin. Es ist dunkel, ich bin schwatt. Klappt das schon? Linke Steuerungstaste, um Deckung zu gehen. Ich hab doch unser altes Haus vermietet, weißt du noch? Hab da gestern Abend angerufen und denen gesagt, ich wollte das Haus verkaufen. Und sie müssten in 2 Wochen draußen sein. So ein Typ namens John quatscht da auf mich ein. Laut Mietvertrag hätte er das Recht auf 30 Tage Kündigungsfrist. Und fragt mich, wie er denn in 2 Wochen eine neue Bude finden sollte. Ich habe ihm geantwortet, das sei ja wohl nicht mein Problem. Das Haus sei... Ja, zack! So! Oh, da ist eine Machine Gun. Waffenwechsel. Maus Mitte gedrückt halten. Waffe schnell wechseln. Bild nach unten drücken. What the fuck? Bild nach unten drücken. Uah. Na los, wir müssen den Tresor aufkriegen. Ja, mach das doch. Ich stehe erstmal wieder aufrecht. Kann ich die... Ach nee, da kann ich schlagen. Ach schon, Mann, der Laden raubt sich nicht von alleine. Bleib doch mal locker, wir kriegen das schon hin. Ich hoffe, die Kombination, die wir von Skeletta haben, ist richtig. Und leck mich am Arsch. Los, fang an, Godzilla. Hey, das ist auch dein Geld. Kannst du auch schleppen? Godzilla. Hat Newark damals schon Godzilla? 68, von wann ist Godzilla eigentlich? Heilige, verfickte Scheiße. Ist ja Wahnsinn. Boah. Ich sehe mich erstmal hier um und du checkst, was du draußen kriegen kannst. Wenn die anderen mit dem Bohrer durch sind, werfen wir hier alles runter. Geil. Was mit dem Gold? Oh. Oh, Scheiße. Hey, hast du den Alarm ausgelöst? Scheiße, ich hab nicht gewusst, dass hier drin noch eine Anlage ist. Okay, wir müssen die Wachen aufhalten, bis Danny das Loch gebohrt hat. What hey, the fuck? Was, wie viele Leute da oben waren? Jetzt nicht auf. Das wird anstrengend. Das ist kein Zuckerschlecken. Und gib mir mal hier die hier. So, was war die Steuerung? Ich hole Hilfe. Da ist er. Ich muss in Deckung gehen. Haha, zack. 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 Ich habe Sichtkontakt zum Verdeckten. So, das kriegst du hier. Nachladen. Achso, kann ich auch. Gut. Ich hab den ersten Schuss auf die Gehen wir mal ein bisschen näher. Schnappen wir uns die Beine. Scheiße. Oh. So, automatisches Zielen. Low, was, wie, wo, ich hab keine Ahnung. Ich will jetzt ballern und nicht irgendwelche Einstellungen machen. Die Waffen in der Waffenkammer. Unsere einzige Möglichkeit, hier rauszukommen. Spring du die Tür auf, ich geb uns Deckung. Mein Dad reißt mir den Kopf ab, wenn er das erfährt. Geh auf! Verdammte Scheiße! Ich will ein Maschinengewehr hier. Mach die Tür auf, sonst knall ich dich gleich ab hier. Mach mal schneller hier. Soll ich dir Motivation geben? Also echt. Komm schon, du Mistling. Kommt ja kein Arsch. Komm. Scheiße, warum geht das Ding nicht auf? Also ich doch nicht. Lass mich das mal machen hier. Her mit dem Scheißteil. Echt? Lamarsch. Komm. Konzentrier dich. Schlösser knacken. Schritt 1. Das Schloss
Freilegen, bewege den Cursor in den grünen Bereich, drücke die linke Maustaste. Okay. Schritt 2. Das Schloss knacken. Drücke E, wenn die Anzeige im grünen Bereich ist. Okay. Also, ich muss jetzt hier... Also. Zack. Und? Habe ich die Tür auf? Ja, hier, siehst du? Lass das mal Papa machen, der kann das. Warte, nee, ich will das Maschinengewehr. Das ist gut. Welchen Rauch? Scheiße, Mann, die Kerle meint's ernst. Hab wesentlich Schlimmeres erlebt in Nahm. Das hier ist doch Kinderkacke. Echt? Bleib nah am Tresorraum, achte auf den Bohrer. Ich kümmere mich um diese Arschgeigen. Ja, ich zieh mich doch eine Stelle zurück. Also, was ist los? Hat seine Jungs überall gehabt. Einer hat in der Reinigung gearbeitet und die Uniformen beschafft, die Georgie Marcano und Lincoln am Tag des Überfalls getragen haben. Ein anderer war Hausmeister bei der Federal Reserve Bank und hat eine Planskizze geliefert. Der Überfall auf die Federal Reserve Bank war perfekt getimt und wäre völlig unmöglich gewesen ohne die Mitwirkung von Sammy Robinson, Lincoln Clay und dem Rest der schwarzen Mafia. What the fuck? Jetzt dachte ich, ich kann hier endlich mal rumballern? Ja, das ist genau die richtige Stelle, um aufzuhören. Es weitergeht, das seht ihr im nächsten Video. Jetzt nicht das Video zu liken, zu teilen, zu kommentieren etc. pp. Ich hoffe, wir werden diesen Spaß haben, zusammen dieses Abenteuer zu belegen. Hui. Und bis dahin, natürlich... Ich bin dein DigiZ aka durchgezockt. Wunderbar, dass du hier eingeschaltet hast. Und wir sehen uns, wenn es wieder heißt. Durchgezockt. Zocken für geile Socken. Jetzt bist du dran. Klick auf Abonnieren. Geil, geil, geil.